Ja, guten Tag. Wir von Compo Expert sind heute hier im Golfclub Brückhausen an einem wunderbaren Sommertag. Heiß, trocken und genau das ist es, was wir heute in den Fokus unseres Themas stellen wollen. Wir reden über Wetting Agents und wie wir Wasser sparen können, wie wir die Wassereffizienz erhöhen können. Hitze und Trockenheit können zu ganz typischen Symptomen führen. Wir nennen das Localized Dry Spots oder lokal scharf abgegrenzte Trockenstellen. Wie wir sie zum Beispiel hier auf dem Grün jetzt schon sehen, im Collarbereich und natürlich auch in den Wangen, wo es dann abfällt ins Vorgrün oder auch wie hier zur Driving Range. Hier sehen wir so typische Trockenstellen, die fangen zunächst klein an, sind sehr scharf abgegrenzt von den anderen Bereichen, aber sie können dann auch zusammenfließen zu größeren Arealen. Diese typischen Symptome entstehen im Zusammenhang mit der Hitze und den Ab- und Umbauprozessen organischer Substanz im Boden. Kutikuläre Wachse von dem Rasenschnitt oder auch von den Mikroorganismen, Pilzhyphen, alles das trägt bei den hohen Temperaturen dazu bei, dass die Sandkörner eines Grüns vor allen Dingen ummantelt werden mit einer sogenannten hydrophoben, also einer wasserabstoßenden Schicht. Wir sind hier nun an einer extremen Trockenstelle, abseits des Grüns, in einer abschüssigen Situation, wo wir ganz exemplarisch die Wirkung von diesem Wetting Agent Kick, Wetting Agent Konzentrat, einmal Ihnen zeigen werden. Zunächst applizieren wir ganz normales Wasser, so wie es aus der Beregnung kommt oder aus natürlichen Niederschlägen. Und wir sehen mal, was hier auf diesem hydrophoben Boden damit passiert. Und was wir sehen ist, es läuft an der Oberfläche weg. Das ist der sogenannte Run-Off. Und mit diesem Wasser natürlich auch die Nährstoffe oder die Biostimulanzen, die darin gelöst sind. Und das ist natürlich keine effektive Wassernutzung. Jetzt bringe ich ein paar Tropfen nur von diesem Wetting Agent in das Wasser hinein und schüttle es ein bisschen und gieße es dann auf genau dieselbe Stelle. Und wir sehen, wie schön das Wasser in den Boden trotz Hydrophobie eindringen kann. Wir sprechen hier von einem sogenannten Wasserdurchdringungshorizont oder einem Profil. Und der ist hier sehr gleichmäßig. Die Wurzel profitiert davon, die Nährstoffversorgung, die Mikroorganismen. Und insgesamt kann man damit die Trockenstresstoleranz einer Gräsersituation natürlich extrem verbessern. Wir wünschen Ihnen auch in Zukunft, trotz dieser herausragenden Wetterereignisse, viel Erfolg bei der Pflege Ihrer Grünanlagen. Und wir begleiten Sie gerne und beraten Sie gerne. Keep it green. Wir melden uns bald wieder.